Ja, hallo liebe 1000 Best TV-Zuseher, wir sind hier im wunderschönen sonnigen Mallorca, nicht ganz sonnig, aber es wird schon noch. Wir nutzen jetzt die Regenpause für etwas Theorie und schauen uns die S1000R im Detail an. Neben mir der Produktmanager Sepp Mechler, kein Mann kennt sich besser aus als er mit dem Eisen. Sepp, ein bisschen musst du mir weiterhelfen, denn eines ist ja schon, dieses Motorrad als Nakedbike jetzt ist ja noch universeller geworden, als es das Superbike war, und da bietet ihr ja unterschiedliche Ausstattungsvarianten an, damit jeder Kunde die richtige Option findet, vom wirklich günstigen Nakedbike, aber auch dann bis zur Performance-Rakete. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit der Theorie helfen, was für Varianten bietet ihr da an? Okay, also wir haben grundsätzlich das Basisfahrzeug, das ist mit der ABS und Traktionskontrolle, hat zwei Fahrmodi, Rain Road, 160 PS, 112 Newtonmeter, und im mittleren Drehzahlbereich haben wir 10 Newtonmeter mehr. Im Rain Mode haben die Leistung reduziert auf 136 PS, 104 Newtonmeter, eine schön weiche Gasannahme. Und da ist eigentlich die Performance fürs Basisfahrzeug, es ist ein Teilintegral ABS, was auf Sicherheit ist, auf Stabilität. Und die Traktionskontrolle ist eine klassische, also so wie man es kennt, Vorderradsensor, Hinterradsensor. Einfach wenn das Rad durchdreht oder rutscht, dann regeln wir zurück. Das heißt, es ist erstmal Fokus auf Sicherheit, noch nicht Fokus auf Performance, Rundenzeit, Optimierung. Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht gerade nur auf Sicherheit machen, aber ich würde sagen, da ist das Gesamtpackage, beherrschbar, das Package ist wichtig. Performance ist da, aber Fokus ist schon mal auf safe sein. Mhm, okay. Und dann gibt es halt Ausbaustufen. Ich glaube, zwei verschiedene Varianten bietet ihr an. Dann haben wir Sportpaket. Im Sportpaket kriegst du einen DTC, die dynamische Traktionskontrolle, mit Schräglagensensor. Jetzt geht die ganze Welt auf. Es ist dann quasi Rain, Road, Dynamic und Dynamic Pro. In diesem Sportpaket ist der Schaltassistent drin. Das heißt, jetzt durchbeschleunigen und einfach schalten ohne Kuppeln. Beim Runterschalten logischerweise noch Kuppeln. Und ganz wichtig für euch Österreicher und Schweizer, Tempomat. Du kannst also wirklich jetzt in die Ortschaft reinrollen, knallst ein Tempomat rein und lässt ihn mit 50 durchrollen oder auf der Autobahn. Was passiert in dem Modus drin? Wir haben überall die volle Brause. Also Road, Dynamic, Dynamic Pro. Und jetzt fängt es eigentlich an, spannend zu werden fürs ABS. Wir sagen jetzt nämlich folgendes: im Dynamic Mode schalten wir mal grundsätzlich die Hinterrad-Abhebeerkennung aus. Das heißt, du kannst jetzt richtig hart bremsen. Wenn der Arsch in die Luft geht, musst du das natürlich selber kontrollieren. Aber wenn du jetzt richtig auf den Punkt bremst im Dynamic Mode und das Hinterrad leicht am Tänzeln ist, dann sagen wir, das ist okay so, das lassen wir so. Das heißt, du kannst wirklich super schön anbremsen. Und die Traktionskontrolle legen wir jetzt eine Schippe drauf. Durch das, dass wir jetzt eine Sensorbox drin haben, das ist die gleiche wie in der HP4, erkennen wir jetzt auch, wie schräg das Motorrad ist. Im Regen steuern wir viel früher zu, also das heißt, Gas auftun, ganz eine sanfte Geschichte. Im Road geht es richtig Bums, schon schön für trockene Straße. Im Dynamic legen wir nochmal eine Schippe zu. Das heißt, jetzt, wenn das Vorderrad beim Geradeausfahren in die Luft kommt, lassen wir das auch zu. Das heißt, du bitte als Fahrer selber ein bisschen auf der Hinterbremse stehen. Und als letztes Dynamic Pro. Da passiert nochmal einiges. Da wird jetzt wirklich beim ABS volle Performance ist jetzt wichtig. Uns ist es egal, was das Hinterrad macht, also bitte selber kontrollieren. Und in der dynamischen Traktionskontrolle lassen wir jetzt, wenn du aus der Kurve rauskommst und so irgendwo bei 25 Grad Schräglage bist, lassen wir dich vollen Wheelie fahren. Okay, das heißt, für den Käufer hat er auf jeden Fall, wie soll ich sagen, keinerlei Einschränkungen. Die Einsteiger können sagen, okay, ich lege Wert auf Safe, Sicherheit, Mama, ich habe Angst vor Willis. Aber die coolen Jungs, die eigentlich sagen, das ganze Elektronikzeug ist uncool, können das trotzdem mitkaufen, können im Regen damit fahren, aber in Wahrheit können sie alles mit dem Motorrad machen, was halt cool dazugehört zum Nakedbike fahren. Bingo. Und wir lassen die sogar noch das Ganze ausschalten. Also wenn du willst, kannst du während der Fahrt drückst auf den Traktionskontrollenknopf, eine Sekunde, kannst die Traktionskontrolle während der Fahrt ausschalten. Du kannst auch das ABS ausschalten, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt da durch die Gegend durchdriften. Zusätzlich, das habe ich vorher nicht erwähnt, im Dynamic Pro Modus ist, wenn du den Fuß auf die Fußbremse betätigst, ist hinten das ABS ausgeschaltet. Das heißt, du kannst jetzt sogar in die Kurve reinsliden. Genau wie du es gesagt hast, hast du quasi das Safety, rundum Wohlfühlpaket, Rain Road, und ab Dynamic, Dynamic Pro geht es richtig vorwärts. Okay, dann gibt es ja noch ein zweites Paket, das Dynamic-Paket. Was ist dort nachher noch drinnen? Weil das Sportpaket hört sich jetzt eh schon komplett an. Ist so, ja. Das Dynamic-Paket ist eigentlich das neue Fahrwerk, das Fahrwerk aus der HP4, das elektronische Fahrwerk, wieder an die Welten geknüpft. Das heißt, Rain Road eher so soft, komfortabel soft, satt.
Im Dynamic eine normale Dämpfung und im Dynamic Pro richtig eine satte, harte Dämpfung. Das heißt, wir haben einen Federwegsensor drin, wir erkennen, was das Fahrzeug macht. Wir wissen, alles fährt Wheelie, also lassen wir hinten, machen wir die Zugstufe ein bisschen zu, vorne auch beim Landen, also da kommt die ganze Elektronik dazu, plus zusätzliche Heizgriffe, ganz wichtig jetzt bei diesem wundertollen Wetter hier. Und dann haben wir noch LED-Blinker und einen Motorspoiler in der Fahrzeugfarbe. Und wenn du beide Pakete nimmst, ich kann jetzt vom deutschen Preis reden, kommst du auf 14.500 Euro. Und dann ist wirklich alles drin. Ja, für die Österreicher müssen wir da immer ein bisschen umrechnen. Bei uns kommen ja noch 16% dazu für die Frau oder Herr Finanzminister, je nachdem, wer gerade am Ruder ist. Aber ungefähr vom Preis haben wir ein Gefühl. Wenn man das jetzt einordnet, seid ihr damit ja im Prinzip schwer auf Konfrontationskurs mit den japanischen Kollegen. Ich denke, das wird ein Volumensmodell, wenn man es so schön sagen kann, oder? Ist unser Ziel, klar. Wir wollen da von dem Kuchen haben, wir wollen eigentlich das Gleiche erreichen wie mit der Doppler damals. Wir wollen mitspielen und wir wollen definitiv zur Nummer 1 gehören, punkto Volumen. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute und jetzt hoffen wir noch, dass das Wetter auch der Nummer 1 würdig wird.